Umgang mit Wichtigtuerei anderer. Es gibt Menschen, die machen sich manchmal wichtig. Sie stellen sich in den Vordergrund. Sie tun so, als ob sie besonders wichtig seien. Und du hast den Eindruck, die sind gar nicht so wichtig. Die spielen sich nur auf. Wie gehst du damit um? Zunächst einmal, wie kommst du dazu, den anderen als Wichtigtuer zu bezeichnen? Es könnte sein, dass du vielleicht derjenige bist, der andere nur so nennt. Jeder Mensch ist wichtig. Die Anliegen von jedem Menschen sind wichtig. Und wenn sich jemand in den Vordergrund zu drängen scheint, hat er vielleicht Gründe dafür. Also anstatt jemanden als wichtigtuerisch abzutun, höre ihm oder ihr zu. Höre seine Anliegen an. Schaue, ob du sie berücksichtigen kannst. Vielleicht musst du auch mal die Wichtigtuerei anderer ignorieren. Und manchmal musst du auch einen stoppen, der sich ständig in den Vordergrund stellt, damit auch andere zu Wort kommen. Aber wichtigtuerisch solltest du Menschen nicht nennen. Denn in Wahrheit, wirklich, wer will beurteilen, wer wichtigtuerisch ist und wer nicht? Behandle Menschen mit Wertschätzung, mit Liebe, mit Mitgefühl und sei dir bewusst, jeder Mensch hat seine Anliegen, jeder Mensch hat seinen Beitrag zu tun. Man muss manchmal schauen, wie man das alles gut abwägt, aber man sollte anderen nicht vorschnell verurteilen.